Der Vater hatte, solange wir Kinder waren, nie erlaubt, dass wir ein Schauspiel zu sehen bekämen. Er sagte, es werde dadurch die Einbildungskraft der Kinder überreizt und überstürzt. Sie behingen sich mit allerlei willkürlichen Gefühlen und gerieten dann in Begierden oder gar Leidenschaften. Mir kam es beinahe sonderbar vor, dass Sie und ich selber in diesem unfreundlichen Wetter einen Raum zustrebten, in welchem eine erlogene Geschichte vorgespielt wird. Erlogen! Erlogene Geschichte vorgespielt! Mein Vater war ein Kaufmann. Er bewohnte einen Teil des ersten Stockwerkes eines mäßig großen Hauses in der Stadt, in welchem er zur Miete war. Als ich 18 Jahre alt war, gab er mir einen Teil meines Eigentums aus der Erbschaft vom Großoheim zur Verwaltung. Ja, ich war schon als Knabe ein großer Freund der Wirklichkeit der Dinge gewesen. Wirklichkeit! Die Bücher sind nicht neue und schön eingebundene, wie du vielleicht erwartest. Es sind dieselben Bücher Goethes, in welchen ich in so mancher Nachtstunde und in so mancher Tagesstunde mit Freude und mit Schmerzen gelesen habe und die mir oft Trost und Ruhe zuzuführen geeignet waren. Es sind meine Bücher, Goethes, die ich dir gebe. Ich dachte, sie könnten dir lieber sein, wenn du außer dem Inhalte die Hand deiner Mutter daran fändest, als etwa nur die des Buchbinders und Druckers. Das Haus musste sehr weitläufig sein, weil die Wand, in der sich meine Fenster befanden und die ich hinausgelehnt überblicken konnte, war sehr groß. Sie war glatt mit vorstehenden steinernen Fenstersims und hatte eine grau-weißliche Farbe, der sie offenbar erst in neuerer Zeit übertüncht worden war. Auch musste hinter dem Garten nun ein Wäldchen oder ein Garten sein, weil ich Vogelgesang darüber hörte. Ihr habt einmal gefragt, ob Gegenstände, die wir in unserem Schreinerhaus neu gemacht haben, in meinem Hause vorhanden seien, worauf ich geantwortet habe, dass sich einige gesammelt in einem anderen Ort befänden, in den ich euch geleiten würde. Diese Zimmer sind der andere Ort. Die Gestalten der Geräte sind nach der Art entworfen, wie wir sie vom Altertum lernten, wie ich euch einmal sagte, aber so, dass wir nicht das Altertum geradezu nachahmten, sondern selbstständige Geräte für die jetzige Zeit entwarfen, mit Spuren des Lernens an vergangene Zeiten. Es ist im Verlaufe der Zeit, ohne dass eine absichtliche Störung vorgekommen wäre, manches hier anders geworden. Ihr könnt die Fehler erkennen und Mittel zur Abhilfe an die Hand geben. Dieses Rotkehlchen. Das ist auf seinen Eier. Eine Spiegel. Sehr öfter vorkommt. Auch einen eigentümlichen Gedanken hat das Walten dieser Tiere in mir erweckt, oder? Vielmehr bestärkt, denn ich hatte ihn schon längst. Allen Tatsachen, die wichtig sind, hat Gott außer unserem Bewusstsein ihres Wertes auch einen Reiz für uns beigesetzt, der sie angenehm in unser Wesen gehen lässt. Diese Tierchen nun, die so nützlich sind, hat er, ich möchte sagen, die goldene Stimme mitgegeben, gegen die der verhärtetste Mensch nicht verhärtet genug ist. Ich machte also jetzt die Erfahrung, dass man in früherer Zeit, da ich mein Augenmerk weniger auf Gemälde oder ähnliche Kunstwerke gerichtet hatte und dieselben einen tiefen Platz in meinem Innern noch nicht einnahmen, mich geschont habe. Dass man nämlich nicht eingegangen sei, mit mir über die hier in diesem Hause befindlichen Kunstwerke zu sprechen. Ich erfüllte diese Betrachtung einigermaßen mit Scham. Wieso habt ihr mir denn nicht gesagt, dass die Bildsäule, welche auf eurer Marmortreppe steht, so schön ist? Wer hat es euch denn jetzt gesagt? Ich habe es selber gesehen! Nun, dann werdet ihr es ja umso sicherer wissen und mit desto größerer Festigkeit glauben, als wenn euch jemand eine Behauptung darüber gesagt hat. Ich habe nämlich den Glauben, dass dieses Bildwerk sehr schön sei! Ich teile mit euch den Glauben, dass das Werk von großer Bedeutung sei. Wieso habt ihr denn nie mit mir darüber gesprochen? Weil ich dachte, dass ihr es nach einer gewissen Zeit selber betrachten und für schön erachten werdet. Wenn ihr mir es früher gesagt hättet, so hätte ich es früher gewusst. Die Sonne tut mir nicht so weh, liebe Mutter, wie du meinst. Ich empfinde mich in ihr sehr wohl und sehr frei. Du hast auch den Hut an dem Arm getragen. Ja, das habe ich getan.
Aber du weißt, dass ich dichte Haare habe und auf dieselben legt sich die Sonnenwärme wohltätig. Wohltätiger, als wenn ich den Hut auf dem Haupte trage. Der Jugend ist alles gut. Der Jugend schlägt alles zum Gedeihen aus. Sie wird auch wohl empfinden, was ihr Not tut. So wie das Alter empfindet, was es bedarf. Ruhe und Stille! Und unser Freund sagt ja auch, man soll der Natur ihr Wort reden lassen. Darum magst du gehen, wie du fühlest, dass du es bedarfst, Natalie. Und so wirst du dich auch in den Gedanken nicht so vertiefen, dass du deinen Körper vergessest. Trotz der Erde, der Luft, der Sonne und der Feuchtigkeit entstehen manche Übel, deren Ursachen wir nicht zu vereiteln vermögen. Schließlich trifft ja die Gewächse der natürliche Tod. Kranke Pflanzen werden daher nun bei uns sogleich ausgehoben und in den Garten, gleichsam in das Rosenhospital getan und durch andere aus der Schule ersetzt. Man reinigt die Rinde, pflegt sie, verbindet die Wunden, schneidet das Unkrautliche weg. Das ist es, was mich auch immer sehr ergriff, wenn ich hier saß und betrachtete, dass in dem harten Stein das Weiche und Runde der Gestaltung ausgedrückt ist. Und dass man zu der Darstellung des Schönsten in der Welt den Stoff nimmt, der keine Marken hat. Es wäre behandelbarer Stoff gewesen. Holz, Erde, weicher Stein, manche Metalle. Aber sie gruben immer den weißen Marmor aus der Erde. Aber eines Dinges wäre noch Erwähnung zu tun, das diesen Ort ganz besonders auszeichnet. Welches Dinges? Des Wassers. Nicht bloß, dass dieses Wasser gut vor vielen, die ich kenne, zur Erquickung gegen den Durst ist. So hat sein Spielen und sein Fließen gerade an dieser Stelle und durch diese Vorrichtungen etwas Verdächtiges, etwas Beachtungswertes. Ich fühle wie ihr. Und von dem Abend im Hoftheater habt ihr auch nur etwas gesprochen. An welchem Abend? Als König Lear aufgeführt wurde. Ihr seid doch nicht das Mädchen aus der Loge gewesen. Ihr habt mich also nicht wiedererkannt. Nein, Natalia. Ich habe euch gleich wiedererkannt, als ich euch sah. Aber ihr seid blühend wie eine Rose und jedes Mädchen war blass wie eine Lilie. Ich habe nie einem Abend dabei gewohnt, der so ergreifend gewesen wäre. Ich glaubte, euren Augen mit meinen Blicken dafür danken zu müssen, habt ihr das nicht erkannt? Nein. Ich habe euch schon damals in meinem Herzen höher gestellt als die anderen, obwohl ihr ein Fremder wart. Und obwohl ich wissen konnte, dass ihr mir in meinem ganzen Leben fremd bleiben werdet. Natalia, was mir heute begegnet ist, bildet eine Wendung in meinem Leben und ein so tiefes Ereignis, dass ich es kaum denken kann. Ich muss suchen, es zurechtzulegen und mich an den Gedanken der Zukunft zu gewöhnen. Ich habe auch nicht geglaubt, dass ihr euer Herz von den großen Dingen, denen ihr da ergeben wart, wegkehren und mir zuwenden werdet. Ewig. Für dich allein. Ewig. Für dich allein. Wir haben uns der Fortdauer und der Unaufhörlichkeit unserer Neigung versichert. Und diese Neigung wird auch dauern. Doch was nun geschehen und wie sich alles andere entwickeln wird, das hängt von unseren Angehörigen ab. Von meiner Mutter und von euren Eltern. Wie aber wird es sein, wenn wir mit der Schnelligkeit des Blitzes Nachrichten über die ganze Erde werden verbreiten können? Wenn wir selber mit hoher Geschwindigkeit und in kurzer Zeit an die entlegensten Stellen der Erde werden gelangen und wenn wir mit der gleichen Schnelligkeit große Lasten werden befördern können? Werden dann nicht die Güter der Erde durch die Möglichkeit des schnellen Austauschens gemeinsam werden, sodass allen alles zugänglich ist. Jetzt kann sich eine kleine Landstadt und ihre Umgebung mit allem, was sie hat, was sie ist, was sie weiß, absperren. Dann wird das, was der Geringste wissen und können muss, um ein Vielfaches größer sein. Welche Umgestaltung aber wird erst der Geist in seinem ganzen Wesen erlangen? Diese Wirkung ist bei weitem die wichtigste. Der Kampf in diese Richtung wird sich fortkämpfen. Das Brausen, von welchem ich sprach, wird lauter werden. Wie lange es dauern wird, welche Übel daraus entstehen, vermag ich nicht zu sagen. Aber es wird eine Abklärung erfolgen. Die Übermacht des Stoffes wird vor dem Geiste, welcher endlich doch siegen wird, eine bloße Macht werden, die jener gebraucht. Und weil er eine neue menschliche Entdeckung gemacht hat, wird eine Zeit der Größe kommen, wie sie in der Geschichte noch nicht da gewesen ist. Wie sehr auch das, was dem Geist und Körper des Menschen als letzter Grund innewohnt, verraten mag.